Der Scheiß. Rank! Aim! Aim, Moto! Ich glaub, das ist ein Bug. Ja. Fire! Front rank! Aim! Recover! Shoulder. Recover bedeutet wieder in die Ready-Position zurück, sprich loslassen. Den Button. Dieser Befehl wird oftmals kommen, wenn sich der Captain dann doch nicht entscheidet zu schießen. Es kam der Befehl noch nicht, Shoulder Arms. War in der Ready-Position, alle. Fire by Company! Aim! Aim? Oder dann alles super, ihr habt aufgepasst. Fire! Schöne Welle, Jungs, schöne Welle. Nachladen. Geht ein wenig schneller. Richtig zufassen. So muss das, Jungs. Richtig zufassen, das wäre der Tipp neuer Frau. Moto, Konzentration. Hab keine Frau, Sir. Dann sitzt ein armes Würstchen. Ich hab eine. Ich verdiene noch Geld im Gegensatz zu Ihnen. Aha. So. Jungs. Das sieht schon mal gut aus. Dann machen wir jetzt Fire by File. Fire by File ist ganz einfach gesagt. Fire by File bedeutet, die ganze Company hört auf meinen Befehl. Jedoch ist bei dem Befehl Fire eine kleine Abänderung. Da ist es nicht Fire, sondern Commands Fire. Commands Fire bedeutet so viel, rechts fängt an und geht dann immer weiter durch. Sprich, schießt euer rechter Nebenmann, seid ihr dran. Ja? Das fängt bei Roy Winters an und klackert dann halt eben durch. Roy Winters, dann da hinten Bulvey, dann hier vorne Beauvoir, dann da hinten Moto und immer so weiter. Ich denke, ihr versteht das. Wie gesagt, Aim, Ready, alles auf gleichzeitig auf Befehl des Captains reagieren alle drauf. So, nach Commands Fire, wenn ihr dann geschossen habt, direkt nachladen und danach ist Fire at Will. Fire at Will muss ich glaube ich nicht selbst erklären. Einfach, habt ihr nachgeladen, schießt ihr automatisch. Wenn das optimal läuft, wird dadurch die Reihe nicht unterbrochen. Aber es wird niemals optimal laufen. Das ist quasi unmöglich. Ja? Also, hat das jeder verstanden? Ja, ja, ja. Ja. Das wollte ich hören. Sir, permission to fall in. Granted. Muss in die Front Rank. Genau. Also. Good arms! Fire by file! Ready! Die hintere Reihe bei Shoulder Arms, denkt dran, nach links und bei Ready nach rechts. Nicht verschlafen, das Ding. Aim! Ich muss gerade mal eine schöne Position finden, dass das geil aussieht. Komm, mach mal hin, du Scheißkörper. Commands, Feuer! Sehr schön, Jungs. Denkt dran, nachladen, schießen, immer weiter. Und das geht schneller, Jungs. Wisst ihr, was die Rekordzeit ist, die von unserem grandiosen Captain aufgestellt wurde? Genau, es gibt keine, habt ihr recht. Okay, Ceasefire. Ceasefire, ganz einfacher Befehl. Kommt immer nach Fire at Will, bedeutet aufhören zu schießen, macht euren Reload zu Ende und dann seid ihr in der Ready-Position. So, noch einmal eine kleine Sache zur Formation. Denkt dran, die Rear Rank, also die hintere Reihe, nur ein Mann Platz. Also ich würde die locker mit Platen zusammen hier durchpassen und Platen ist fett wie eine Kartoffel. Oh, Shots are fired. Ich liebe dich, Platen. Also. So. Ich muss da gerade so durchpassen. Ja? Also, passt so, Jungs. Dann haben wir auch noch eine kleine Sache, die wir jetzt mal machen werden. Shoulder Arms. Hintere Reihe. Was habt ihr zu tun?
Genau. Genau, das werde ich so lange trainieren, bis es in meine Schädel reingeht. So. Right face. Roy Winters, stehen an meiner Position. Für Sie gilt, komme ich an als Offizier und will meine Leute hier anführen. Stehen Sie auf meinem Platz. Stehen Sie links von mir. Also, folgendes, Jungs. Ganz einfache Sache. Ich gebe den Befehl Forward March. Bedeutet in Quicktime ganz normal. Ganz suche laufen. Achtet auf das One-Man-Spacing, wie wir das hier so schön nennen, also auf den Ein-Mann-Abstand zwischen den Rängen. Achtet darauf, dass ihr immer neben euren Nebenmann geht. Hier, unser netter Bovur geht immer optimal, weil er nämlich hinter mir steht und ich stehe optimal. Sprich, steht Bovur optimal, weil er hinter mir steht und Bovur optimal steht, bedeutet das, dass Günther Jauch auch optimal steht. Sprich, die komplette Front Rank, vor der ich laufe, steht optimal. Bedeutet für die Rear Rank, ihr orientiert euch an der Front Rank. Sprich, ihr bleibt immer neben euer Nebenmann. Wolvey hat Bovu als Nebenmann. Moto hat Günther Jauch und ihr bleibt wirklich immer strikt hinter denen. Da, seid ihr zurück, ist es euch gestattet, euer Tempo zu ändern in Double Quick und schnell wie möglich wieder neben euren Mann hier zu kommen. Aber denkt dran an das One-Man-Spacing. Es ist immer wichtig. So. You can record this. No problem. Also. Mal hinstellen. Das ist jetzt auch hier ein schöner Test, ob ihr das One-Man-Spacing einhaltet. Randall muss da durchpassen. Also. In QuickTime. Company. Forward! March! Sogar mit musikalischer Untermalung, Jungs. Das ist geil. Sound resumed. Sound muted. Wir sind Deutsche und wir kämpfen für die Freiheit der Union. Fest im Glauben an die Einheit, so wie die Achtung für die Show. Denk auf den Lippen, ist Gerechtigkeit des Banners. Company, hold! Auf für die Linken und die Freiheit. Psst. So. Guten Abend, Martin. Guten Tag, Beral, Mensch, was ist da los? Junge. Der Wind hast? Alles fit. Du musst wieder auf deine Position gehen. Ich hab Hold gesagt, ich geh weg, du gehst auf deine Position. So. Front. Zu mir gucken. Order Arms. F6, Leute. F6 ist das, genau. Das ist schon das Schiff, was da hinten performt wurde. Order Arms. So Jungs, ihr seht so sexy aus, ich würde glatt einen von euch nehmen und ihn für mich im Zelt abstempeln. No. Gut, ich gehe da mal. Also, ich Jungs. Folgendes, ich habe, naja, Panzerbüchse, Order Arms, nicht Parade Rest. Das ist F6, Order Arms. Parade Rest ist F7, genau, richtig. So Jungs, ich stehe hier gerade so schön, deswegen kann ich hier mal quick was erklären. So, was auch zu den Basics gehört. Zu den Basics gehört auch, dass wenn wir in hier der Doppellinie marschieren, dass Bifiles Left und Bifiles Right March. Die Sachen sind ganz einfach. Also, kommt jetzt der Befehl Bifiles Left March. Auf das March werde ich eine 90 Grad Linkskurve laufen. Oder, je nachdem, ich kann mir das aussuchen, wie viel. Das hat folgende, ja, egal. Ich habe gerade den Faden verloren.
Auf jeden Fall, es hat folgenden Sinn. Wir können so nicht nur strikt in eine Richtung laufen, sondern können auch nach links und rechts gehen. Wenn ich das sage, by files left, march, und ich die Linkskurve laufe, laufen Bovur, Günther Jauch, mir direkt hinterher. Und was logisch ist natürlich, dass die Rear Rank da nicht hinterherkommt, wenn sie in Quickstep, in Quicktime bleiben. Deswegen heißt das dann für die Rear Rank Double Quick und schnell wieder mit dem One-Man-Spacing ihren Partner finden, der momentan vor ihnen steht. Ja? Hat das jeder verstanden soweit? Ja. Jawohl. Jawohl. Gut. Ich werde dann... Jawohl. Jawohl. Das waren jetzt so drei Leute, ich will alle hören. Jawohl. Jawohl. Haben Sie gerade Ihre Waffe fallen lassen? Was ist denn bei Ihnen los? Sag mal, was ist denn bei Ihnen los? Haben Sie Lack gesoffen? Stundorn, Private Stundorn, vortreten. Zu mir. Ich kenne noch nicht mal die Taste, wie man die Waffe fallen lässt. Ich auch nicht. Stehen bleiben. Wünschen Sie eine Augenbinde? Nein. Gut. Company. Meine Waffe denn? Bleiben Sie so still, wie ich es Ihnen befohlen habe. Jawohl. In die Richtung. Keine Sorge. Die haben gleich ganz andere Sorgen. Company, Shoulder Arms. Fire by Company. Ready. Okay, gut. Vielleicht noch ein paar Schritte vorwärts dann. Und vielleicht noch ein paar. So, ja, na, so direkt vor mich, bitte. I'm sorry, the flag in your face. Genau, so. Letzte Wünsche. Dorfintervention. Mein Gewehr. Wir können ja jeden Typen, der sich vollkommen verhält, erschießen, sonst haben wir nachher gar keine Männer mehr. Das stimmt auch wieder, aber ich mag meine Leute hier. Nicht, was passiert ist. Aim! Fire! So, und wisst ihr, was jetzt die erschreckende Nachricht ist? Ihr Lappen habt alle daneben geschossen. Geil! Kann man überhaupt sterben hier auf dem Server? Ach echt, sag bloß. Was habe ich Ihnen vorhin gesagt zum... Target Practice? Gar keine schlechte Idee. Aim! Stundorn, gehen Sie in Ihr Zelt und holen Sie eine Waffe. Sie haben nochmal Glück gehabt, dass Ihre Kameraden so unfähig sind. Fire! Reload! In der Zeit hätten euch die scheiß Konfigurierten schon dreimal umgebracht. Das geht schneller! Und was habe ich Ihnen gesagt zu Lücken schließen? Cookie Hacker, schließt mal die Lücke. Nach rechts aufdrücken, Jungs. Das haben wir doch gerade eben erzählt. Stirbt einer aus ihren Reihen, rücken sie nach rechts auf. Und das fix. Genau, fix. So, da hat die erste Reihe wieder geschlafen. Die erste Reihe hat geschlafen. Die hintere Reihe füllt nur auf. Haha. Aim! Fire! Reload! So, jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. Fire by Ranks! Front Rank! Kneel! STRG! Front Rank, Kneel! Hinknien, Arsch runter da hinten, Maximus! Ja, genau. Front Rank, Aim! Aim! Fire! Reload! Rear Rank! Aim! Wow. No. Fire! Da hat einer zu früh geschossen. Reload. Und das schneller. Front Rank. From the screen where you pick what red
Fire! Rear rank, aim! Fire! Oh, das ist so geil, Jungs. Ich krieg da echt einen Ständer. Front rank, up! Also aufstehen. Also nochmal STRG drücken. Hoch damit, ihr Arsch, Maximus! Was ist denn bei Ihnen los? Hoch da! Wer hat ihn eigentlich ins Gehirn gesoffen? Was? Hoch da! Wird's bald! Das gibt extra Runden. Fire by fire! Ey! Sag mal, pennen Sie, Herr Winters. Herr Winters, Sie sollen ein Vorbild sein. Aim! Komm her ins Feuer! So geil, Jungs. So geil. Das muss so weiter so laufen. Das muss so aussehen. Denkt dran, Leute. Fire at will. Wird's bald. Ach. Die sind eine Muschi, sind sie. Ihr habt da was vergessen, Jungs. Ihr werdet auch noch beschossen. So lange weiter feuern, bis ich Stopp sage hier. Das muss so laufen. Auf geht's! Ratatze weg! Das muss der laufende Gatling Gun sein! Hören Sie auf zu singen und laden Sie lieber nach! Cease fire! Cease fire! Brought it in ready position! Shoulder arms! Thick spinets! Auf den Befehl Charge Bayonets, das ist V, würde ich von jedem ein kräftiges Hussa hören. Und das zweite Glied, also das Rear Rank, macht ein Right Shoulder Shift mit dem Gewehr. Nur das erste Glied senkt das Bayonett. Weil sonst stecht ihr euren Vorder mal ab, das ist auch nicht so ganz Sinn der Sache. Das bedeutet, zweite also. Glied, Right Shoulder Shift bei Charge Bayonet und das erste Glied macht, senkt das Bayonett praktisch einen Nahkampfangriff runter, also V, und schreit dabei so laut wie es geht. Also, wir proben das mal. Charge, Bayonets! Na, hintere Reihe, White Shoulder Shifter. Weil... Genau. Am besten korrigiert ihr noch die Lücken, zweites Glied. So. So, eine kleine Besonderheit zum Charge. Wenn wir in Charge gehen, das ist in der Regel so, wir marschieren erst eine Distanzlinie und dann wird... gibt es erst noch ein Hold-Befehl. Nach dem Hold-Befehl wird geschossen und dann gibt es erst ein Angriffsbefehl. So, und da wir da nicht so viel Platz haben, machen wir jetzt mal folgendes. Company! Fire by Company! Ready! Aim! Wer da verpennt? Fire! Nicht nachladen! Nicht nachladen! Charge! Mit Sprint! Mit Sprint! Rauf da! So muss das laufen, Jungs. So muss das laufen. So, und hier haben wir die drei Schlafnasen, die nachgeladen haben, ne? 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 Also. Alle Mann, Shoulder Arms. Und da wir so zerstreut sind, machen wir das Ganze nochmal von vorne. Sergeant, close! Company, fallen! Mal sehen, was ihr behalten habt. Links vom Sergeant, eine gerade Linie. Jungs, hopp, 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 das muss schneller gehen.
So muss das, Jungs. So muss das. Gerade Linie. Eine Linie. So. Also, was habt ihr behalten? Da hat er eine Ansage gemacht und das ist richtig so. Und jetzt, mal sehen, was ihr behalten habt. Into two ranks. Right. Face. Ballway? Kommt schon, Jungs, kommt schon. Das so. Sind die Basics, das schneller. Das sind die Basics, Jungs. Wie gesagt, was Beral auch sagt, das muss hopp, hopp, hopp gehen. Das sind die Basics. Klappt das nicht im Gefecht, werdet ihr alle sterben. So, da wir vorhin unterbrochen wurden, machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Geiles Spacing, Jungs. Ihr habt dran gedacht. Ich liebe euch. So. Unfixed Bayonets. Go forward, don't stab your man in front of you. Genau. Und da das richtig geil aussieht, wenn man da marcht. Right shoulder shift! Arms! Das ist X, Jungs. Moto, X. Hacker, ausführen. Bovo, gut, 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 gut. Rear rank, dressen, dressen, nach vorne aufrücken, Lücken schließen. What time zone are you guys in? Central. EST. Melde mich zurück. Okay, yeah. Get on it like, Super. Hinten rein, allen rein. Stopp mal das Drücken, ich bin immer weiter vorne. Comedy? Ja, ich werde auch immer vorgedrückt. Hört auf, Leute, nicht nach vorne. Das geht nicht weiter. Denkt dran, das läuft so. Forward! Match! Sag mal, Leute, nicht pennen da. Ich bin der Einzige, der hier gerade ausläuft. Ich laufe immer optimal, denkt dran. Ist die zweite Linie hier besoffen oder warum läuft ihr alle im Zickzack? Gerade auslaufen, könnt ihr das nicht? Leute, denkt dran, euer Nebenmann. Bullway, der muss dann auch mal anziehen. Und ihr macht das Spacing viel zu groß. Bullway, nach links rüberziehen, weiter. Bullway, nach links rüberziehen und ein bisschen Hackengas geben. Bist ja nicht mehr neben Beauvoir. Bullway, weiter Gas geben da. Leute, dressen, dressen, dressen. Würde ich eigenständig, Jungs, es muss laufen. Genau. So. By fires left. March. Genau, die Rear Rank muss dadurch ein bisschen Gas geben, dass sie wieder mithalten kann. Bullway, denk dran, mithalten mit deinem Mann. Und alle anderen dressen. Aber so sieht das gut aus, Jungs. So muss das laufen. Das finde ich gut. Beifalls left. March. Sir, you need to trim your beard. That is against policy. Yeah, I know. What? Beifahrt left, march! Jungs, das macht ihr gut. Das macht ihr wirklich gut. Das sieht echt richtig klasse aus. Und jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. Jetzt kommt das ganze Schoß was andersrum. Das bedeutet, die Rear Rank muss gehen und die Front Rank muss laufen. Also, Beifahrt right, march! March, ja. Da muss selbst ich mich anpassen. So. Jetzt kommt Beifalls. Beifalls left. March. Und wir sind auf dem Weg. Gut so, Jungs. Gut so. Bullway, genau. Auf Beauvoir achten. Das Basing nicht zu groß halten, Jungs. Das muss natürlich einer muss durchpassen, nicht vier. Leute, Bullway, ein bisschen Gas geben. Habt ihr das gehört, Jungs? Das ist Motivation. Ich möchte jetzt mal ein kräftiges Hussar hören. Hussar. Das ist super, Jungs. Company, hold. Dressen nicht vergessen, jetzt wieder dressen. Wer winnt das? Shoulder arms.
Ich habe noch nicht Front gesagt, denn das sage ich nämlich jetzt. Front! Order Arms! F6? F6, Jungs, Order Arms. Light Wing, Order Arms. Stunborn, bitte schauen Sie mal zu mir hier. Stunborn, wo schauen Sie denn bitte hin? Was? Ich glaube, der schaut richtig. Ach so, dann ist das nur bei mir falsch. Dann tut es mir leid. Parade, rest! F7. Das klappt, Jungs. Finde ich gut. In place, rest! Stehen Sie bequem. Also, Jungs. Ich habe gesagt, stehen Sie bequem. Stehen Sie aber nicht bequem hier, Günther Jauch. In place, rest! F8! F8! In place, rest! So muss das laufen. Also, Jungs. Ich möchte hier mal wirklich ein großes Lob aussprechen. Ihr habt das echt richtig klasse gemacht und ihr habt auch gerade ein heftiges Lob bekommen. Warum ist der Typ da gerade krepiert? Okay, gut. Also Jungs, nochmal. Das war richtig klasse. Wirklich mal ein Lob an euch. Das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, die Basics, außer jetzt Kolonne und March in a Battle Line, das zähle ich aber persönlich nicht mehr zu den Basics. Ich finde, das hat richtig gut geklappt, Jungs. Deswegen möchte ich den Drill heute mit 5 Salutschüssen beenden. Also, Shoulder Arms! Genau. Na, die Jungs, nicht X drücken, dann kommt den Right Shoulder Shift. Wieder die Taste drücken in der Position, wo ihr wart. Genau. Fire by Company, for salute, ready! For salute, aber schon zur Erinnerung, einfach in den Himmel. Aim! Und hoch mit den Büchsen. Grad in den Himmel, Jungs, 45 Grad. Genau so. Fire! Gut, dass ich nachgeladen hatte. Sehr schön. Reload. Jungs, jetzt werde ich euch mal noch loben als zweiter Corporal. Ich konnte leider am Anfang nicht dabei sein, damit die Technik nicht mitspielen wollte, aber wirklich das, was ich gesehen habe, hat sehr gut ausgesehen und ich hoffe, das wird weiter so aussehen bei den Drills und wir werden immer besser. Und darum wirklich nochmal auch Lob von meiner Seite. Aim! Fire! Oh, ich hab einen Tinnitus. Ah, ist das sexy. Aha, das war ein abgegangen. So, Reload. 3 habt ihr noch. 3-mal müssen wir anders noch überstehen. Einmal nochmal schnell, für die 9. Hier, wer hat gerade auf mich geschossen? Oder auf mich. Okay, der dritte Salutschuss wird zu einer Exekution. Platin. Komm mal her. Stehen bleiben. Der dritte Schuss ist eine Exekution. Aus Salut vor unserem glorreichen Sieg. Company, aim! For execution. Und diesmal möchte ich, dass jeder hier trifft, okay? Verstanden? Fire! Ihr seid echt so scheiße, ne? Ich nehme das Lob wieder zurück. Haha! Nachblutungen. Super, Jungs. Doch einer hat ein paar haben getroffen. Finde ich super. Nochmal für die Neuen hier. Wir werden nach dem Drill eine kleine Nachbesprechung haben. Also bitte nicht gleich fliehen. Der Skirmischen danach fällt heute aus, da wir heute ein bisschen länger gedrillt haben. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Auf jeden Fall, wie gesagt, danach gibt es eine Nachbesprechung und jetzt erstmal AIM! Fire! Sehr schön. Den letzten habt ihr gleich. Ich mag diesen Sound, Leute. Der gibt mir
Ah, so ein schönes Gefühl. Denk dran, wie gesagt, zur Nachbesprechung bitte ich nochmal alle da zu bleiben. Aim! Jetzt alle auf Martin schießen. Untersteh dich. Fire! Fire! Einmal nochmal nachladen. Danach machen wir dann nochmal so ein kleines Prozedere, das ich immer gerne am Ende des Drills mache, um das dann nochmal so richtig gut ausklinken zu lassen. So. Order Arms. F6. F6. Parade, rest. In place, rest. Gehen Sie bequem. Ja. In die freie Zeit. Wegtreten. Sound resumed. Martin, kommst du einmal kurz her? Klappt's jetzt mit dem Gewehrstandort? Martin, warte ganz kurz. Keine Ahnung, warum das weg war. Krampf in der Hand. Keine Ahnung. Zu stark. Microphone muted. Bleib hier behilflich sein. Ich bin schon abgebrochen, danke. Horror. Dafür, dass du mein Captain erschossen hast. Du weißt, dass du gerade Platten erschossen hast ein zweites Mal, ne? Ja, wir müssen doch drücken. Microphone activated.